So, und heute geht es weiter. Heute geht es weiter. Heute werdet ihr jetzt sehen, wie ich es mache. Ja, ja, genau. Ich habe mich noch nie so aufgeregt gesehen. Ist das wie sich selber die Kugel zu geben, Grieche? Ich weiß nicht. Ich trau mich nicht. Ah, Stina meinte, ich mache es nicht. Ist da schon was ab? Ein bisschen. Deine Stirn wird nur länger. Hier fällt ja gar nichts runter. Das hängt da auch noch. Oh Gott! Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Wenn die Nachricht aufhaben! Toll! Okay, hol mal Kadi. Kadi muss den Rest machen. Warum machst du das eigentlich? Das wollte ich dich die ganze Zeit schon fragen. Toll, jetzt habe ich geschnitten. Ich habe eine ganz andere Idee. Ich sehe keine Veränderung. Ach so, machst du das mit dem Kamm? Ja, das ist ja auch. Die ist ganz schön schlau, ne? Ist ja auch eine professionelle. Clemens freut sich. Willst du dich nicht selber so verkaufen, dass jeder für 5 Euro eine Strähne abrasieren darf? Oh, das wäre nice. Das ist eine gute Idee. Ich würde sogar 10. Meine Haare auf eBay versteigern. Oder so. Du hättest auch Eintritt nehmen können, nicht? Momentan habe ich nicht das Gefühl, dass ich anders aussehe. Hier sind noch so ganz viele kleine Härchen. Ich spüre sogar Haare auf meiner Stirn. Ja, hier die Skeptikerfront. Hier die Mitläufer. Und hier die Ärsche, die sich darüber lustig machen. Hier in der Musical Company, ne? Da bin ich eigentlich der Papa, ne? Hier der Chef. Ne? Das ist übrigens einsingen. Hier und die hier Dings, diese hier Patricia, ne? Die denkt ja auch, ne? Sie kann hier ganz toll Regie führen, ne? Aber eigentlich, also sie hat auch echt. Ja, vielleicht kann sie doch einige Sachen ganz gut. Ja, und hier die Sabrina, ne? Ja, die geht als Braut, ne? Warum? Wegen Papa. Ich sag ja immer Sabbel, ne? Oh, ein Pirat. Und hier, jetzt in der Musical Company, ne, da gehen die Leute jetzt hier hin, um zu singen. Also ich sage mal, jaulen. Ja, jetzt ist jetzt hat Papa da. Ja, und Papa macht ja erstmal Stimmung. Festa, festa Mexikaner, heute gebe ich für alle zum Abschied ein Fest. Ja, und alle, ja, yeah. Papa muss ja erst wieder Stimmung machen. Nicht rechtfertigen. Rechtfertigen hier, Dings, ne? Hier, Dings hier, rechtfertigen. Genau. Ne? Wichtig ist bei der Company auch hier die Nähe zu den Kindern. Ne? Und überhaupt, da ist ja die Regisseurin. Also Kadi macht nächste Woche, also Sonntag macht sie mich als Gesha fertig. Da habe ich auch ein Kostüm, also ich wollte sie nicht versuchen. Sind sie zu, sauer, 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 sind sie zu. Das ist das schönste Geschenk, was du hast. Ist das so? Wieso? Definitiv, das ist so geil. Ich wollte ja immer schon mal eine Glatze machen. Ach, hast du noch nie gemacht? Nee, hab ich noch nie gemacht. Oh, ja, okay, du, dann. Du entjungferst mich gerade in der Glatzenfrisur. Juhu! Mein erstes Mal mit dir. Geil. Das fühlt sich so irre an. Oh mein Gott! So geil! Oh Gott, das fehlt was. Aber sie sagte, ich habe eine Glatzenkopfform. Oh, ich hätte es nicht gedacht. Wie Wieso ist das eklig? Oh Gott, das fühlt sich wirklich komisch an. Scheiße. Das sieht besser aus. Okay, dann werde ich jetzt wohl Mützenträger sein erstmal. Oh, das sieht gar nicht so kacke aus. Und du siehst aus wie mein Cousin. Ja, das ist okay. Mach mal deinen Kopf so ein bisschen nach hinten. Ich hätte gar nicht gedacht. Guck mal, du hast auch so eine schöne Schreckfalte. Die habe ich extra für Feste antrainiert. Ja, ich kenne das.
und die Wednesday. Cool. Ist fertig. Cool. Ich auf meine Beerdigung. Wednesday und Fester. Oh. Aber schon mal sehr adrett. Ne? Aber muss ich auch gar nicht durchspielen. Super. Oh. Oh. Eine Prinzessin. Du siehst ja aus wie Belle aus Die Schöne und das Biest. Oh, guck mal, hier werden Birken übermalt. Aus den Birken von Next to Normal machen wir, was machen wir eigentlich daraus? Säulen. Steinsäulen. Du siehst ja auch geil aus. Ja, Claudia, ich meine dich, du siehst immer geil aus. Danke, danke. Zu süß. Ja, auch so geil, wie immer alle fragen, darf ich mal anfassen? Leute, willst du nochmal strubbeln? Ah, das fühlt sich aber wirklich für mich auch ganz merkwürdig an. Das ist richtig Umstandshose, hast du denn? Ja, ne? Geil. Das ist, ich finde es schöner, wenn du einen BH anhaben würdest. Meine Hose. Boah, hier die tollen Kleider. Da auch, tolle Kleider. Anna, dein Kleid ist so. Oh. Anna hat eine Hose an. Anna hat eine Hose an? Ja, das hat er gar nicht mitbekommen. Na ja, Maike schon ganz in ihrer Rolle. Line Dance! Das war ein gemeiner Tag. Was ist denn hier los? Korsett spielt man doch immer mit dem Knie rück, oder? Oh mein Gott. Bist du ein Adams? Willkommen bei Hintergittern im Frauenknast. Hallo Morticia. Ja. Hallo Fester. Ich liebe es, wenn du Fester zu mir sagst. Wenn Stina Mann jetzt kein Paxley ist. Mit einem Einhorn. Du siehst so durchgestylt durchaus. So, man merkt, ich bin gegen eine Flasche gestellt. Man merkt, es geht langsam dem Ende entgegen. Und ja, wir haben bald Aufführung, ne? Und ihr werdet das sehen können hier demnächst. Bis dann, mach wohl.